Herzlich willkommen hier bei eurem Sandmann. Entschuldigt, dass die letzte Folge so abrupt endet, aber ich habe den falschen Knopf getroffen. Es tut mir leid, ich wollte eigentlich ein Thumbnail machen und ja, nee, hat nicht funktioniert. Ich habe das Feld auch nur noch zu Ende gedroschen. Also ich habe nicht wirklich weitergemacht. Ich habe nur das Feld zu Ende gedroschen. Ja, und das war's dann. Ja, wie ihr seht, der kleine Trick funktioniert auch hierbei. Also man kann auch hier schön mit Straßengeschwindigkeit rein, theoretisch, je nachdem wie der Trecker aus dem Quark kommt, mit Straßengeschwindigkeit Gülle fahren. Und es wird auch ganz normal gedüngt von der Maschine her. Muss man dabei sagen, es wird wirklich ganz normal gedüngt von der Maschine. Ja, das Güllefass, das sieht schon echt nice aus. Muss man echt sagen. Das ist schon echt schön. Ich werde jetzt die Folge hier noch abdrehen, dann werde ich Pause machen. Je nachdem werde ich dann mal schauen, oder was anderes abdrehen. Ich weiß es noch nicht. Ja, ich hoffe, die Tontechnik stimmt jetzt soweit. Ich muss mich da jetzt so ein bisschen drin einfinden. Aber ich tue mein Bestes. Ich weiß auch ganz genau, es wird jetzt Leute geben, die den Trick nutzen. Wenn sie dann sehen oder selber herausfinden. Ich meine, schlecht ist jetzt ja nicht, wie beim Ernten zum Beispiel, die Zeitbonis, die sind schon dicke. Aber es ist auch wieder so, man könnte es machen, aber man muss es nicht. Also ihr seht, ich fahre hier gerade mit 50 Stundenkilometern. Glücklicherweise über GPS, das heißt, ich brauche nicht selber lenken, ich kann den Kurs so schnell nicht verlieren. Hoppala. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Und anmachen. Ah, ich finde das Güllefass, das Joskin-Güllefass schon gut gemacht. Auch wie die Schläuche hinterhergezogen werden, das ist schon nice. Also, muss man noch ehrlich sagen, es sieht echt gut aus. Auch über die Punktaufnahme unten. Ja, wenn man sie jetzt drauf kriegen würde. Komm, wir haben Zeit ohne Ende. Auch die Punktaufnahme, das sieht echt alles super top aus. Muss man doch ehrlich sagen. So, jetzt haben wir mal einfach mal alles zugeschaltet hier, Allraddifferenzial. Gebt mal einfach nochmal Gas, weil ich das lustig finde. Einfach weil ich das lustig finde. Vierundvierzig Stundenkilometer haben wir geschafft. Yay!
Ich spiele jetzt gerade mit Absicht in Außenperspektive, einfach zu hören in einem fertigen Video, wie es sich anhört. Soundtechnisch. Das war Tatsache schon voller Arbeitsbeleuchtung. Habe ich jetzt nicht erwartet. So kann man es machen. Ich hätte jetzt auch die komplette Querbahn erst fahren können, eine Reihe. Aber dann hätten sich die Längsbahnen schon bald nicht mehr gelohnt. Muss man doch ehrlich sagen. Ja, dann werde ich schon mal einen Schluck trinken, nachdem ich gedreht habe. Jetzt will ich aber die richtige Taste beim Thumbnail machen.